Hallöchen Freunde, da sind wir wieder bei Don't Starve Together. Und heute machen wir mal die Spinnenkönigin fertig, haben wir uns überlegt. Ja, überlegen wir uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, doch, wir machen die heute fertig. Ich will sie tot sehen. Schon seit ein paar Folgen. Ich will sie tot sehen. Truthahn will einfach nicht im Nahkampf draufgehen. Also Freunde, müssen wir jetzt uns darüber bewegen. Wie viel Leben habt ihr denn noch? Ich bin so bei 30 leider nur. Ich habe 130. Ich bräuchte mal noch ein Grasbüschel, dann könnte ich mir auch so eine Rüstung machen. Ja, die Rüstung einmal anziehen, dann habe ich zumindest ein bisschen länger. Hier liegt mein Rucksack direkt neben den Feldern, nur zur Information. Das ist mein Rucksack. Ich will es nur feststellen, wo bist denn das, Tommy? Ich will das wieder alles klaut. Ich habe einen. Hier baue ich noch eine Trap hin, die habe ich nämlich auch dabei. Dann lass ich nicht meinen Rucksack hier, glaube ich. Seid ihr bereit für den Krieg? Oh Gott, es wird so. Ich will auch in den Krieg, ich will auch in den Krieg. Ey, baut euch wirklich am besten eine Rüstung, es ist sonst echt hart. Ja, aber das Problem ist, ich bräuchte eigentlich noch ein Leben. Ich habe nur noch 30 Leben, ich müsste eigentlich mal kurz pennen. Ja, oder lass dich doch heilen von Benny, der Benny kann doch heilen. Ja, dann heil doch mal Benny. Ich kann nicht mehr viel heilen. Mann. Ich habe nur noch, nichts mehr. Doch, eins. Dann halt nicht. Dann hier liegt nicht. Noch was. Da, nimm mal den Honig, irgendwas. Okay. Jetzt Revenge kommt. Wie viel bringt das? So hart. Satte 30, immerhin. Na dann. Dankeschön. Kannst du die bauen? Kein Problem. Nee, leider nicht. Also bestimmt irgendwie. Hier, Benny. Ich hab nur noch nicht rausgefunden, wie. Benny, ja, kann jeder bauen. Ja, Frage. Wir sind das Spiel so am Suchten, dass wir gegebenenfalls auch nicht direkt auf eure Kommentare. Was hast du da gebaut? Armor-Trap. Vielen Dank für die ganzen Kommentare übrigens. Aber wir können halt teilweise immer nur ein bisschen differenziert drauf eingehen. Und für die Meckerer, ey, ganz ehrlich, wir spielen hier zum Spaß und es macht uns richtig Laune. Ja, was machst du da, Benny? So, gehen wir zur Riesenspinne, komm. Weglegen. Leg doch einfach nur deinen Rucksack da. Weißt du, wo die ist? Ab. Ich hab vorbei. Ja, ich hab ungefähr ein bisschen, also eine Ahnung, dir. Wo ich sie das letzte Mal gesehen habe zumindest. Jungs, kommt. Wir haben eine Mission. Und zwar hier hoch. Yo, es kann losgehen. Wie es hier aussieht, hier ey, wir müssen hier mal aufholen. Sag mal zur Sicherheit, warte. Oh nein, ich hab keine Axt. Ich brauch wo geht's denn lang? Links. Mein Eis ist übrigens. Wo ist die Spinnenkönigin? Tommy, du kennst den Weg. Vom Lager aus nach links und dann den Weg hoch. Nach links und dann den Weg hoch. Also wenn die Felder im Süden sind. Also warte, wir warten an der Kreuzung, wo es hochgeht, nochmal auf euch. Ich bräuchte am besten noch irgendwelche Äste. Das wird so krass jetzt. Oh Mann. Wo seid ihr? Auf geht's, okay, hier hoch. Jetzt hoch. Seid ihr alle dabei? Moment, nein, eine Sekunde. Wo seid ihr? Ich hole mir noch ein paar Beeren. Wir müssen jetzt starten, sonst wird's gleich wieder Nacht. Ey, und der Flo fehlt auch. Ey, wo seid ihr? Ich bin vorgespottet. Tommy. Wir sind schon bei der Spinne fast. Wo bist du? Du komm zurück. Also hier war sie. Oh Gott. Wo bist du denn? Du warst doch gar nicht mehr im Lager. Vorsicht, hier kommt. Ich war direkt beim Tommy, ihr seid einfach weitergegangen. Leute, ja, ich hab aber euch verloren. Komm mal zurück zu der Kreuzung. Einfach den Weg hoch. Okay. Irgendwo hier ist ein Meteoritenhagel gewesen. Ja, und hier war zuletzt auch die Riesenspinne irgendwo. Also der Steinweg, ne? Ja. Also, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht in die Gänse. Nein, das ist ein Waldweg. Die verschwinden Leute, halt manchmal wieder. Leute, das funktioniert wieder, doch so niemals. Das ist doch wieder. Nee, das ist kein Steinweg. Ja, dann weiß ich nicht nach mehr, wo oben. Ich bin. Ja, nach der oben Steinweg ist relativ, je nachdem, welche Richtung ich gedreht bin. Ich töte hier einfach. Ja, nee, dann ist es der Weg auf dem Feld. Hier. Da bist du doch. Ja. Aber sie ist nicht mehr da, sie ist weitergewandert. Oh Gott, jetzt sind wir hier voll aufgeschmissen. Oh Gott. Ich hab keine Fackel ohne einen Sapling, aber da vorne gibt's welche. Wo ist sie jetzt? Muss ich schnell holen. Zack. Zur Sicherheit. Sorry Leute, bevor ich mitfighte, muss ich hier noch was machen. Scheiße, mir fehlt Stroh auch. Oh Gott. Achtung, weg, lieber weg. Zurück. Lass uns abhauen, Jungs. Nicht die gelben, die können wir nicht. Das macht keinen Sinn. Mir so tapfer durchgehalten. Wir haben's Scheiße, nicht geschafft. Und jetzt überall das ganze Zeug weggeharvestet. Ja, es wird schon nochmal eine Spinnenkönigin kommen. Ja, die ist auch noch da. Die ist bestimmt irgendwo da hinten gelatscht oder so. Hier ist noch ein Speer im Dings. Dann nimmt den keiner mit. Ah, 35% nur noch. Naja, immerhin. Ja, okay, was ist denn dann der Plan jetzt? Ja, mal Winterklamotten machen, oder? Ja, müssen wir so oder so spinnen töten. Wie viele Tage haben wir denn noch, bis Winter ist? Wir haben jetzt Tag 15, ist ja nicht mehr so lange. 3-4 Tage noch. Yeah! Machen wir die Spinnenplage platt. Nix da. Oh, die Dicken sind her. Oh. Vorsicht. Da kommen viele. Autsch. Viele große. Darf ich schon nicht zählen, ne? Komm schon, stirb. Nein, 29. Ja. Oh, 20. Ah, die Rüstung schützt mich tapfer. Boah, Alter. Sehr schön.
Jetzt können wir das Loch da blätten hier. Kommt rein. Angriff. Ja, lass die erstmal blätten hier. 20, oder komm Geisterdinger. Jawoll. Können wir jetzt Kleidung machen damit? Ja. Machen wir jetzt. Das hier auch noch? Ja, das töten wir jetzt nee, auch nee, noch. Nee. Leute, zurück zum Lager. Guck mal auf die Uhr. Boah, drei Krieger. Guck mal auf die Achtung. Uhr. Ja, die kriegen wir noch, oder? Oh, ja, scheiße, also, das Gras mitnehmen. Aber Lager ist ja direkt hier, also wir könnten. Also mich hat gleich wieder die Dunkelheit, wenn es so weiter. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Wir brauchen halt noch viel mehr Spinnenseide, ne? Auch wegen einem neuen Zelt zum Beispiel. Jawoll! Ja, wir haben noch ein bisschen was, aber es. Wir haben kein einziges Zelt mehr. Jungs, komm zurück. Wir fighten noch. Komm zurück. So. Los geht's. Ja, ich habe auch noch eine Fackel in meinem Fall. Kein jemand Feuer. Muss das Feuer anmachen, ja. Oh mein Gott. Boah. Knapp. Das holy war echt shit. Last second, ey. Oh, da ist mein Rucksack, den brauche ich zum Kochen. Ja, mal irgendwie Zelte bauen, was brauchen wir denn da nochmal für? Ja, Spinnenseide, größtenteils auch. So, ja, dann baue ich vier mal Stück. Ich baue uns mal Winterklamotten. Ich hab schon gut. Ich brauche nur noch zwei Spinnenseide. Ah, scheiße, mir fehlen Äste und nein, Obst. Die haben es ausgemacht. Ich verteidige das Feuer. Okay. Ich habe drei Winterhüte gebaut. Ich habe auch schon einen. Ah, super. Ja, dann haben wir jetzt alle einen. Ja, so langsam wird es winterlich hier. Aber auch am besten noch nicht anziehen, weil der sich auch abnutzt. Oh, okay. Gut, dass du sagst. Also ich habe mir jetzt auch noch einen, aber ich ziehe jetzt gleich aus. So. Boah, ist das eine Wollmütze oder was? Meinen Rucksack an. Ich habe mir ein Bifalo-Head gebaut. Ja, der bringt aber nichts im Winter. Was brauche ich denn? Also? Der bringt wir müssen nur den Koale-Fund finden. Ja, die greifen dich dann nicht mehr an, wenn sie rallig sind, wenn sie. Weißt du? Was für ein Head ist okay, das denn ich dann? Ich zieh jetzt den los, brauche. Leute, und hol alles wie vom heißt Tent. Denn? Das brauchen wir auch Winterhead. Boah, dann brauche ich nochmal vier Spinnennetze. Ja, da habt liegt aber, da liegt auch einfach einer, ne? Womit kann ich einen Rope machen? Wo gibt's ach so, das? Achso, ich sehe ihn gerade, ja. Jungs, womit kann ich einen ja, Rope machen? Wo ist das? Musst du wieder an die Maschine und Stroh. Ganz unten bei Refine, bei diesem Diamanten. Alles klar. Brauchen auch wieder Holz, Leute, sonst sieht mir gleich nächste Nacht sieht schlecht aus. Hä? Ah, Rope, okay. Geh mal Holz fahren. Haben wir zwei Ropes gebaut. Dann fehlt uns eigentlich nur noch ein bisschen Spinnen. Wie viel Spinnenseide habt ihr noch? Gar ich keine mehr. Vier. Boah, ah, Blitze. Gut. Dann können wir ein Zelt gleich auf jeden Fall bauen. Hebt die mal auf, Benny. Nicht vertrödeln. Ah, ich habe aber noch keinen Winterhut. Ah, okay, dann brauchst du die. Dann müssen wir gleich nochmal Spinnen killen. Ein bisschen Glück ist hier eine drin. Boah, geil, wie viel du schon gekocht hast hier. Hier war nur ein Hase. Ich habe ihn getötet, den Hasen. Super nice. Ja, lasst mal. Ich habe 40 Kohle gesammelt übrigens, Benny, ne? Also wir können ja, cool. Easy noch so einen Ofen bauen eigentlich. Wir bräuchten nur Stein. Ich habe noch 6 Steine. Ja, das reicht leider nicht, glaube ich. Ah doch, ich hab ja selbst noch Steine. Also Flints habe ich noch jede Menge, aber Stone selber nicht. Ich habe aber auch noch 4 Mauerstücke in Stein. Okay, hab nur Äste. Noch Monster Äste. Meat. Nee. Ja, ich habe noch eins. Nee, Eggplant ist das, sorry. Was kann man denn mit dem Eggplant machen? Das kannst du auch gebrauchen. Kann ich auch was kochen, ja. Ey, hier liegt überall kommt das Scheiße. Unsere Maschine. Unsere Basics so da vorne ist auch noch ja, wir brauchen mal noch ein paar Kisten einfach. Ja, ist, hier ja, sieht einfach das voll die Müllhalde, unsere Basis. Voll ohne ja, irgendwelche Struktur. Einfach nur voll die echt so richtig Billo. Naja. It's live, ne? Ey, aber es hat auch keiner mehr Äste, oder? Siehst du es richtig? Nee, wir müssen. Ich gehe jetzt auf Suche. Ja, ich hatte 14 Stück. Boah, bitte. Gib mir mal. Ich habe noch 2. Ich brauchte auch die ganze Zeit Äste. Ja, ich gehe jetzt auch mal mit dir welche sammeln. Oh nein, das ist doch 100 pro Baumbart. Ich habe es schon erkannt. Ja, in dem Sumpfgebiet gibt es leider immer wenig Äste. Ja, geh am besten nicht ins Sumpfgebiet. Nee, vor allem sind auch diese Tentakelmonster. Ja, die sind so fies. Also Holz brauchen wir aber auch. Wir müssen ja die Wand mal, die Mauer mal fertigstellen irgendwann. In 20 Jahren.
Ja, das stimmt, aber da brauchen wir richtiges Holz von Bäumen halt. Ne? Ja, nicht bin ich Äste. Dabei. Ich besorge uns welches. Wir haben ja noch ein bisschen Tageszeit. Steht dir aber auch gut, der Hut hier vom Flori. Ja. Ja. Die marschiert jetzt durch einfach nur. Ich suche jetzt schon seit zwei Folgen eigentlich nur so einen bekackten Stein, um mir eine Axt wieder sein zu können. Aber ich hab Flintstones. Oh Mann. Ich kann dir welche geben, Alter. Wie er hier mit dem Beefalo Head rumläuft. Komm ich direkt wieder hoch. Ja, ist ziemlich cool, finde ich. Ja, ist geil. Brauch Büsche. Wie man schon, wie dekadent man geworden ist, dass man einfach ich die Scheiße liegen lässt. Ich geb dir mal ein paar Flints. Yeah. Danke. Gerne, viel Spaß damit. Das ist so dekadent, Scheiße liegen zu lassen. Ja, aber also die Büffel sind halt jetzt nicht mehr rollig, ne? Die sind jetzt aus der Phase raus. Guck mal, wie der groß der Babybüffel geworden ist. Oh, wie der wegläuft. Oh, hier oben gibt's Gold. Ich weiß, das ist jetzt ein jugendlicher Büffel schon. Ja. Krass, dass die irgendwie wachsen lassen. Die finde ich cool. Also detailliert ist es ja schon. Nur die Grafik lässt sich streiten, aber detailliert ist es definitiv. Ja, und es gibt halt viele so kleine Gags einfach. Ja, das ist echt cool. Alter, was ist denn das hier? Ich lass die Scheiße jetzt liegen hier. Tallbird? Oh. Plus Spinnen? Müssen wir uns langsam wieder auf den Rückweg machen. Warte, hier gibt's Stein. Der lässt sich abschnetzeln von Spinnen, der Tallbird. Ja, cool. Der lässt sich eiskalt von Spinnen abmetzeln hier. Und da ist er tot. Natürlich nirgends Bäume. Wow, da gehen sie auf mich als nächstes. Ich bin so gut wie da. Leute! Oh Gott, ey. Aber ich hab Gold gefunden, ich hab Gold gefunden. Boah, hier liegt jede Menge Holz. Wow. Ich muss langsam zurück. Habe ich eine Fackel? Ja. Nicht zu kann man noch jemand Spinnenseide organisieren? Ich habe ein bisschen was, aber die brauchen wir auch für das Zelt. Deswegen brauchte ich auch Ja genau, Äste. Das meine ich eigentlich, ja. Ich brauche nämlich unbedingt ein Zelt. Ey Benny, du hast doch noch Äste, ne? Spinnenseide müssen wir viele organisieren. Ich habe noch 4. Wie viel Spinnenseide habt ihr noch? Ich habe auch noch 4. Also auch noch 4. Kriegen wir das doch zusammen. Okay, ich begebe mich zurück zum Lager jetzt mal. Oh, Äste, geil. Direkt reinpacken. Da vorne sind noch mehr Äste. Wir kriegen das zusammen, Freunde. Wir kriegen das zusammen. Dann können wir uns schnell ein Zelt bauen auch noch. Oh, ich bin auch fast noch am Verhungern, sehe ich gerade. Ich habe noch eine Beere, ja. Habt ihr was zu essen ganz gekocht? Viele irgendwas? Beeren. Ich sammle gerade Beeren. Und Möhren. Habt ihr irgendwas Leckeres zu essen gekocht? Im Kühlschrank ist ganz viel. Okay, dann gehe ich da mal ran. Oh, ich muss da auch mal ran. Also die Fleischbällchen müsst ihr essen, nicht oh, das Fleisch. Oh, hier ist ja richtig viel im Kochtopf. Nice. Ah, sehr schön. Dann tue ich da direkt noch was Neues reinbraten. Der Schwede. Da legt ein bisschen Fleisch in den Kühlschrank. Berries, kann man da auch was mitmachen? Nee, ne? Doch, die ja. Nicht, wir hätten die auch als Gemüse? Ja, genau. Ach cool. Es ist ja dunkel. Mir fehlt's an Miet. Aber komplett verpeilt. Ich habe ein paar Sachen. Der Kühlschrank ist jetzt voll mit Zutaten. Und die Loks. Oh oh, oh oh. Ich mach hier mal Feuer. So. Schön. So, und jetzt noch wieder meine tolle Newbie-Frage. Es tut mir ja leid, dass ich immer noch nicht gelernt habe. Aber wo kann ich die Structures, die Wände bauen? Ah, hier. Haywall ist es aber nicht, ne? Woodwall ist es. Legst das Gold mal hier dazu, ja. Okay, dann ist jetzt die Frage. Wie mache ich aus den Woodlocks diese Bretter? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Doch, du gehst auf Refine. Ja. Also diesen Diamanten und klickst dann auf die Bretter, aber dafür musst du auf die, genau, bei der Alchemie. Hat geklappt. Wunderbar. Boah, Alter, man braucht 4 Logs für ein Board oder was? Ist ja völlig übertrieben. Brauchen wir ewig, bis wir das zusammen haben. Ach du heilige Scheiße. Das wird dauern, Freunde, das wird dauern, ne? Boah, der Vogel ist da schon wieder in unseren Büschen. Der will uns das Essen klauen. Ja, der klaut unsere Bären. Haben wir hier noch irgendwo ein Brett rumliegen? Ich hab 7 Bären in den Kühlschrank gelegt, Benny. Cool. Alter Schwede, Tag 17.
Ein neuer Tag, ein neues Leben. Karotten liegen auch im Kühlschrank. Letzte, ah, guck mal, hier liegen ja noch Bretter. Alter, es ist unordentlich hier alles. So, ich will nämlich einmal ein Stück Wand bauen. Hier ist wieder eine Spinnenkönigin geschlüpft gerade. Wo? Boah, da müssen wir nachher hin. Ja. Ah, ich bin gerade hier oben geschlüpft. Structures, ich will mal eine Structure bauen. Da ist die Structure. Und jetzt gehen wir hier runter. Boah, und hier sind direkt Schweine nebenan und Beefalos. Wir könnten die da krass einfach nur reinlocken und man kann auch so abschnetzeln. Liegen übrigens 4 Gold im Lager, Erik. Ey, ich habe keine Ahnung, was ich gerade gefunden habe, aber es ist The Crank Thing, heißt es einfach nur. Crank Thing. Ich weiß nicht, was das ist. Ich habe es noch nie gefunden. Ja, klingt crank. Ja, klingt ziemlich crank. Wir bauen jetzt halt mal hier den Wall aus ein bisschen. Ich gehe wieder Holz farmen. Ich gehe wieder Möhren suchen. Ich bin da übrigens unten am Steine und Gold farmen. Ah, ich kann da nicht weiter bauen, weil diese Saplings, das ist ja blöd. Ich habe auch 9 Steine. Eine kleine Kurve rein. Und 4 kommt in der Winter? Wie gesagt, im Camp. Ja, jetzt bald. Das dauert jetzt echt bald nicht mehr lange. Ja, jetzt bald. Und dann wird dein Eides verschneit? Ich habe keine Mütze. Ach du Scheiße. Doch, ich habe eine Mütze. Ja, bau dir eine Mütze. Ich habe keine Wolle. Wir brauchen Zelte und Mützen. Zelte definitiv, ey. Das ist sogar echt wichtig mittlerweile. Haben wir noch Fleisch irgendwo im Kühlschrank oder so? Fleischbällchen. Ja, auf jeden Fall. Und zu essen. Alter, die eine Birdtrap. Achso, die sehen so aus, wenn die noch nicht wirklich verstehen. Lass ihn. Boah, der arme Vogel. Ich kann ja auch einfach Vogelfleisch da reinballern, ne? Das geht ja auch, oder? Ja. Oh, ist aber alles leer. Ah, ne, da. Kannst du aber einfach deine Samen da reinballern wieder. Ja? Ah, dann kann ich nicht einfach einen köstlichen Dings reinmachen, ne? Ist ja nicht so. Ging der vom Ananassaft ab und so. Ja. Ja, ja. Die Säure ist entscheidend. Kein Knoblauch. Boah, Meteorit. Boah, Meteorit. Ja, hier schlagen Meteoriten ein, ey. Die anderen wissen, was gemeint ist. Manchmal fallen einfach Meteoriten vom Himmel. Man muss voll aufpassen, dass man nicht stirbt. In Köln halt, ja. Ich mach mal ein interessantes Gericht, ich probier mal es aus. In Köln auch, ja. Plötzlich passiert das einfach. Fallen Meteoriten vom Himmel. So viel Beefalo-Wolle. In Köln gibt es auch spontane Selbstentzündung. Ja, man muss aufpassen, dass man nicht stirbt. Einfach. Ach, cool. Gibt's auch noch ein paar. Hab dir ein bisschen Beefalo-Wolle mitgebracht, Benny. So, ups, Freunde. Ups, jetzt bin ich gestorben. Beefalo, nee, nice. Ja, ich komme gleich wieder ins Lager. Bist du wirklich tot? Nein. Ich dachte, könnte ja sein. Ich meine, in Köln. Okay, pass auf, ich brauche nur ein Rope und zwei Ding Silks, dann könnten wir endlich ein Tent bauen wieder. 2 Ropes, die kannst du auch unten bei Refine machen, ne? Mhm. Aber ich glaube, mir fehlen die. Ah, ne, mir fehlt gar nicht, ich hab noch ein bisschen was. Cool. Sehr gut. Okay, dann brauche ich noch 2 Silks. Da müssen wir jetzt noch ein paar Dinger hier umbashen. Ein paar tolle, unglaublich schöne, leckere Spinnen. Oh Gott, hier kommen Meteoriten auch vom Himmel. Alter Schwein! Ja. Das ist nicht cool. Da muss man so aufpassen, dass man nicht stirbt einfach. Ach, krass, okay, dann bin ich nur froh, dass ich hier unten bin. Jetzt suche ich erstmal Spinnen. Da vorne sind welche. Warte, ich hätte mir die Rüstung mitnehmen sollen, ich Idiot. Was macht denn der jetzt hier? Warum greift denn der mich an? Den habe ich noch, aber nicht mehr viel. Was wäre denn von mir? Ne, es sind zu viele. Ich glaube, wenn man alleine mit diesen Dings romantieren muss, dann baut man sich am besten ein paar Pfeilen, ne? Bescheid mit den Spinnen. Ja. Ah, mir fehlt aber Wolle dafür wieder. Ja. Das ist echt eine gute Taktik. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt Pfeilen baue, dann fehlen mir nachher wieder. Habt ihr noch Äste? Äste? Nee. Ich sammel gerade ein paar. Wohl doch, ich hab noch 7. Wir müssen so viele super. Äste sammeln. Gut, dann probiere ich hier noch Spinnen zu eliminieren gerade schnell. Ich hab auch noch 9 gesammelt gerade. Okay, Freunde. Super, das ist sehr gut. Okay, ich hoffe, das klappt. Es wird ja schon wieder dunkel. Ja, echt ein Problem hier. Aber, oh nein, die Hunde kommen! Ah, die nein, Hunde, oh, kommen. Die Hunde! Oh mein Gott. Ja, ich bin tot. Ich muss kiten. Oh, kann man gegen die kämpfen? Ich lock sie jetzt hier in die Beefalos rein. Oh Gott, ich zieh wieder um. Irgendwer greift unser Lager an. Ich bin tot. Nein, viele. 8 Hunde in unserem Lager, alle. Oh Gott.
Tag. Oh Gott, zieht sie weg, zieht sie zu den Beefalos. Ich renne irgendwo hin gerade. Ich weiß nicht, wo die Beefalos sind. Oh mein Gott, bleib auf dem Weg, du bist sonst so langsam, Saraza. Und ich hab mich ewig verkehrt. Wir gerade unsere Chest. Jetzt die Chest kaputt. Oh nein, zerstören die alles. Die zerstören unser ganzes Lager. Nein, damit habe ich nicht gerechnet. Wann lassen die denn ab, die Schweine? Doch, jetzt sind sie vom Lager weg. Ihr könnt sie auch sogar in die Spinnen reinsaugen, habe ich hier gemacht. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Mir fehlen tot, Leute. Bin schon wieder ich bin tot. Oh nein. Leute, passt auf. Gott. Wo bist du, Iwitsch? Ich hab einen Hart dabei. Ich bin nördlich vom Lager. Ich komme jetzt entgegen. Ich komme jetzt zum Lager. Ich komm Lager ist alles cool. Also, die sind nicht mehr im Lager. Das Lager ist soweit safe. Ich muss einmal. Nein! Oh, Scheiße, ich hab ihn weggelockt. Jetzt hol ich ihn schon wieder zum Lager hin. Wichtigste sind. Leg das Feuer, mach das Feuer bereit. Die Zähne. Ich bin ein Geist, ich kann kein Feuer machen. Okay. So, ich bin am Lager jetzt. Leute? Der ist hinter mir. Vorsicht. Einen kriegen wir platt, komm. Drauf. Komm schon. Ja, wir haben ihn. Sehr gut. Und jetzt die Firelocks. Du musst dringend Feuer machen, gleich ist ja. Nacht. Zack. Wow. Ich hab nicht mehr. Das war sauknapp, Leute. So, Erich, wo bist du? Hier rechts. Boah, das hätte richtig mies in die Hose gehen können gerade. Danke. Da sind auch schon wieder die Wesen. Ich bin auch schon leicht Psycho wieder. Die Hand. Weg mit dir, du Scheißhand. Da will die Hand nämlich, die will das Feuer ausmachen. Das ist gar nicht gut, Leute. Aber wie es das weiter ausgehen wird, das werden wir erfahren. Und zwar in der nächsten Folge. Das war ja nochmal richtig stressig gerade. Wow. Gerade so überlebt. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschö. Beinahe hätten die Hunde da unser komplettes Lager überfallen. Zum Glück konnten wir die gerade noch so weglocken, aber das war wirklich eine richtig brisante Angelegenheit. Jetzt überstehen wir irgendwie in der Nacht, probieren ein Zelt zu bauen, um dann in der nächsten Folge zu überleben und vielleicht treffen wir nochmal die Spinnenkönige und alle weiteren und wir sehen uns wieder. Bis dann.